Am Wochenende ist es wieder soweit, die Revolution. Und ich bin auch wieder mit zwei Vorträgen am Start zur preisbewussten Rohkosternährung. Am Samstag 16.30 Uhr und am Sonntag bin ich 14.30 Uhr dabei. Da könnt ihr mich auf dem Social Media Stand da bewundern. Und natürlich bitte auch ansprechen. Ich bekomme immer wieder im Nachgang so eine Nachricht: Hey, ich habe dich gesehen, aber ich habe mich nicht getraut, dich anzusprechen. Sprecht mich an und ja, ist vollkommen in Ordnung, wenn ihr ein Foto machen wollt oder wenn ihr mir eure Meinung mal sagen wollt. Und die kann durchaus auch kritisch sein. Sprecht mich einfach an. Und ja, ich freue mich total auf die Revolution. Es ist die letzte Revolution dieses Jahr. Also das letzte Mal noch die Chance für euch, an der größten deutschen Rohkostmesse teilzunehmen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Rohkostmesse hat sich positiv verändert. Das Ganze, also nicht nur die ganze Organisation hat sich ein bisschen gewandelt, die Personen haben sich gewandelt, sondern das ganze Flair der Revolution, man merkt, dass es geht wieder in die richtige Richtung. Also zumindest so, wie ich das mitbekomme. Und das heißt, in dieses Puristische und vielleicht nicht unbedingt immer dieses Rohkost ist besonders teuer und luxuriös, sondern wirklich ja, eine gute Qualität, ja, zum idealerweise guten Preis. Und da bin ich gerne ein Teil davon. Ich habe dieses Jahr, war ich auf jeder Revolution, habe auf jeder Revolution ja, meinen Beitrag geleistet und werde das auch diesmal tun. Es sind noch auf dem Social Media Stand andere YouTuber am Start. Da ist zum Beispiel die Julia Warsam, die das Thema Rohkost und Beauty verbindet und auf jeden Fall eine große Inspiration für viele junge und auch ältere Frauen ist. Da ist Help to Check Me wieder dabei, mit der ich auch ein Interview gemacht habe und ja, mega sympathisch und ja, wirklich was zu sagen, in Krebs besiegt und ja, und dann auch Warren Sexy, das ist auch eine sehr, sehr sympathische Frau und die auch wieder so ein bisschen über diese Beauty-Schiene, also nicht wirklich Beauty, aber ja, wer sie kennt, weiß, sie hat eine ganz eigene Art und es ist ja, sehr, sehr schön. Dann ist noch die Rebecca Joy Maria dabei, die ich gar nicht kenne. Da geht es um Schilddrüsenunterfunktion. Bin ich sehr gespannt, wer das ist. Wahrscheinlich ein Blog oder ein Podcast oder irgendwie sowas. Weil YouTuberin, glaube ich, ist sie nicht. Genau. Und am Sonntag, achso, am Samstag ist auch noch Mr. War dabei. Also David Ibobisse, der ja auch ein bisschen was zur Rohkost noch beizutragen hat. Dann am Sonntag ist Fit for Funny, auch die war schon mehrmals auf meinem Kanal dabei, freue ich mich auch. Die Simone Vetter, die ich nicht kenne, Fasten, Wandern in vielen Varianten. Dann auch wieder die Rebecca, dann der War Spirit, Mr. War und War and Sexy. Also da ist einiges ja, zu erwarten auf dem Social Media Stand. Der ist auch frei zugänglich, das kostet kein Geld, das ist, finde ich, sehr, sehr schön. Und dann gibt es natürlich noch Vorträge, die dann halt auch Geld kosten. Und ja, natürlich unzählig viele Stände. Und ich habe mir sagen lassen, die Revolution in Speyer ist so ein wenig ja, die familiärste Rohkostmesse. Und wo die Stimmung eine ganz besondere ist. Weil das ja auch so ein bisschen der Geburtsort der Revolution war in Speyer. Wenn ich recht informiert bin. Ich freue mich auf jeden Fall total auf das Wochenende. Das ist genau jetzt dieses Wochenende. Schaut mal, ob ihr da Zeit habt, Samstag oder Sonntag mit hinzufahren. Wenn ihr direkt eine Karte fürs Wochenende kauft, ist es billiger. Kostet, glaube ich, nur 15 Euro. Zumindest war das in Berlin so. Und ja, eine einzelne Karte am Tag kostet in Berlin 10 Euro. Ich weiß nicht, wie weit das bei der Revolution jetzt hier in Speyer da irgendwie anders ist. Genau. Und ja, das wollte ich euch nur mit auf den Weg geben, dass ihr Bescheid wisst, wenn ihr auch vielleicht mich gerne mal kennenlernen möchtet und der Weg euch ein bisschen zu weit ist nach Leipzig, dann kommt einfach auf die Revolution und Speyer und lasst uns in Kontakt treten. Ich bin den ganzen Tag nur für euch da. Ich werde natürlich meinen Vortrag machen, aber ansonsten wäre ich wie bei jeder Revolution gerne ja, mit euch darüber diskutieren, über alle möglichen Themen oder einfach nur Hallo sagen, wie ich das lieb ist, einfach um ein bisschen in Kontakt zu treten, was in den letzten Monaten sowieso viel mehr in den Fokus gerückt ist. Ich bin viel mehr offline unterwegs und online, habt ihr schon gemerkt. Ne? Ich mache jetzt 4 Videos pro Woche. Für die meisten YouTuber ist das immer noch über dem Schnitt. Aber ich habe auch mal 7 Videos jahrelang gemacht pro Woche, also jeden Tag ein Video, weil ich einfach jetzt ja, offline da einen etwas stärkeren Fokus setze, weil ich da auch merke, dass man da noch ein bisschen intensiver auch arbeiten kann und miteinander ins Gespräch kommt als online, wo man immer eine große Zielgruppe anspricht und vergesst das nicht, ich schaue immer in dieses Handy, ich sitze hier,
auf meinem Arbeitsplatz und schaue in dieses Handy und ich habe nicht wirklich ein Feedback. Und das Feedback, was ich manchmal erhalte per Kommentare, das sind aus Worten und das ist nur ein Punkt. Und so ein ganzer Mensch mit Mimik, mit Gestik, ne, das ist eine ganz andere Liga. Und nichtsdestotrotz bin ich dankbar für diese Möglichkeit, weil du einen hohen Multiplikatoreffekt hast bei YouTube. Aber ja, der persönliche Kontakt, der ist natürlich schon noch ein Stück schöner. Also, wenn ihr mich sehen wollt auf der Bühne Samstag und Sonntag, ansonsten auch so, gerne ansprechen. Und ich freue mich, mal sehen, vielleicht sehen wir uns ja in Speyer. Macht's gut!